Jo Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon anhand des Titels und auch des Thumbnails und auch des jetzigen Videomaterials erkennen konntet, befinden wir uns in GTA 4. Aber ja, nicht auf der Konsole oder so, sondern auf dem PC. Ich habe das Spiel nochmal besorgt, weil ich einfach richtig Bock hatte, mal da so ein bisschen rumzumodden. Und ich dachte, den ganzen Spaß kann man ja einfach mit euch teilen. Es gibt jede Menge Sachen. Ich habe mir schon jede Menge Sachen eingebaut. Ich will jetzt nicht alles in diesem Video zeigen, weil vielleicht findet ja der eine oder andere noch einen Gefallen daran. Auch wenn das Spiel schon alt ist, kann man ja nicht anders abstreiten. Aber ja, vielleicht gibt es ja noch mehrere kleine Parts davon. Ich meine, es gibt wirklich einiges, was man hier machen kann. Und ja, als erstes habe ich mir natürlich so einen Trainer runtergeladen, damit ich hier zum Beispiel so einen God-Mode anmachen kann. Den machen wir mal rein, damit wir jetzt irgendwie hier vom Haus runterkommen, ohne zu sterben. Kurz einfach hier runter springen, ohne dass wir irgendwie sterben oder so. Ist ganz praktisch. So. Ach, er fällt und... Ach du Scheiße. Ja, vielleicht sieht man es auch schon direkt am Blut. Ich habe mir ein Blutpatch runtergeladen. Der sieht echt genial aus. Und ja, ich kann mal so einige Sachen zeigen, die ich hier gemacht habe. Apropos Blutpatch, kann man einfach mal zeigen. Also der ist schon echt extrem. Sieht man auch an den Waffen hier. Also ich habe zum Beispiel eine G36 mir reingemacht. Eine MP5, die habe ich mir selber zusammengestellt. Also man konnte hier mit Schalldämpfer machen. Ohne den Schultergriff finden. Doppelmagazin, ja oder nein. Also konnte man alles selber einstellen. Aber der Blutpatch ist schon echt krass gegenüber den normalen Bluteffekten hier im Spiel. Also sieht man auch hier an den Gore-Effekten. Einschussloch im Kopf und... Ja. Hat halt was. Es kommen schon unsere Freunde. Und wie man sehen kann, ich habe originale New Yorker Polizeifahrzeuge. Also, es steht erstens NYPD auf der Tür. Und ich habe auch den originalen Ford Crown Victoria, also so heißt das Auto. Ich liebe diese amerikanischen Wagen, also die sind echt genial. Die sind echt schicke. Also, er sieht wirklich sehr schön aus. Und es gibt auch noch Fahrzeuge mit so einem sogenannten ELS Lightning System, also Emergency Lightning System. Das ist auch ein Mod. Dann kann man bei den Fahrzeugen die Lichter selber sich konfigurieren, also mit Blinker setzen. Wie das Blaulicht, wie schnell das Blaulicht sein soll. Und so weiter und so fort. Da kann man Blaulichter hier vorne an der Motorhaube haben, hinten und so weiter. Also ist echt ganz spaßig. Aber hier ein bisschen Terror. Aber wenn wir schon hier sind, kann ich euch noch was Lustiges zeigen. Hier vorne ist ja auch das Krankenhaus. Und da fahren wir jetzt einmal kurz hin. Weil da habe ich mir, wie soll ich sagen, Gesellinnen geholt. Genau, so drücke ich es jetzt einfach mal aus. Ach ja, man sieht auch, ich habe andere Kennzeichen. Das wird jetzt wahrscheinlich keinem aufgefallen sein. Aber ich kann es euch ja mal sagen, das sind die originalen New Yorker Kennzeichen aus dem Jahr, also die es seit dem Jahr 2008 dort gibt. Steht auch irgendwie drauf. Steht da nochmal? New York Empire State. Genau. Ich empfehle euch, das Video in 1080p zu gucken. Ja, vom PC aufgenommen und ja, da sieht natürlich 1080p um einiges besser aus als 720p. Zumal ich das Spiel auch auf den Max-Setting spiele, also auf den höchsten Einstellungen. Dann wirkt das Ganze nochmal ein wenig schöner. Jetzt gehen wir aber erst einmal ohne Waffe rein, weil sonst machen die ja voll die Welle hier, die ganzen Typen. Ey! Wo sind die denn? Ah, natürlich ist der Vorführeffekt. Normalerweise habe ich mir hier schöne Krankenschwestern Ah, da sind sie ja! Da. Ich habe mir schöne Krankenschwestern geholt. Sehen doch um einiges ansprechender aus als die normalen, würde ich mal sagen.
Nein, ich habe nichts gegen Frauen. Mir war danach. Natürlich hier, ich habe natürlich auch noch einige coole Autos mir geholt. Wobei, wenn wir schon die Krankenschwester so mögen, dann kann man natürlich einfach mal hier sich auch selber zur Krankenschwester machen. So, hier. Da unten ist er. Ah, die auch jetzt Stripperin machen. Die ist sogar nackt. Naja, egal. Ja, so sieht doch cool aus. Hallo? Ich wollte nämlich echt festnehmen. Also brauchen wir mal ab. Brauchen wir erstmal ein Auto und schönes. Ja, das ist gut. Schöner Audi. Oh, schöne Farbe. Also in der Farbe will ich mir auch schwer mein Auto holen. Also wenn ich mir mein Auto hole, soll das auch dieses metallic dunkelgrau sein. Das sieht echt nice aus, finde ich. Oh, der Wagen geht so ab, ey. Wie ein Schnitzel. Alter. Ist der bescheuert? Jetzt machen wir uns erstmal die komplette Karte offen. Hier gehen wir hier auf Unlock Map. Dann können wir die komplette Karte befahren. Ich will jetzt nicht auf die Brücke. Ach, da oben doch. Alter Schwede. Autos ziemlich kaputt war. Oh, haben wir erstmal hier einen neuen schönen Lamborghini Aventador. Der hat leider nur einen leichten Grafikfehler, wie man unten rechts sieht, also da fehlt irgendwie der Schatten. Aber so sieht er echt schön aus. Oh Gott. Ey! Ah, unglaublich. Das sind ja auch schöne Fahrzeuge. Das sind Polizeifahrzeuge aus New York aus dem Jahr 1984, glaube ich. Das soll, glaube ich, auch ein Ford sein. Der auf jeden Fall steht auch NYPD drauf. Und ich finde, die sehen einfach verdammt schick aus. Ich mag generell so alte Fahrzeuge. Die habe ich hier anstelle der News-Fahrzeuge reingepackt. Also dieser Spezialeinheit. Die haben ja auch kleine, normale Wagen. Oh Gott. Oh, diese Rene ist ja voll für den Arsch. Und ich finde, die sieht echt schick aus. Das Einzige, was mich an dem Wagen nur stört, ist halt das blaue Innenleben. Weil das sieht schon ein bisschen verkackt aus, wenn das mal so sieht. Nun ja. Und wie ihr seht, ich habe auch die andere Insel frei durch halt den Trainer, also durch den Mod. Echt ganz witzig. Und die Zeit vergeht nicht, habe ich auch schon eingestellt. Also bleibt die ganze Zeit 16:36. Das Wetter bleibt auch so, weil ich spiele ganz gerne mal tagsüber. Sieht echt am besten auch aus von den Farben her. Hallo? Na, wie ihr seht, das ist auch eine neue Waffe, das neue Schrotflinte. Ah, die MP5, die gefällt mir echt am besten, also. Echt so meine Favoritenwaffe. Ich glaube, man kann euch nochmal das andere Waffenset zeigen, das habe ich mir auch noch ein bisschen abgeändert. Da habe ich. Soll ich da drin? Das ist, glaube ich, hier. Ja, natürlich noch so einen dicken Raketenwerfer. Erinnert mich ein bisschen an der Javelin. Noch ein Heckler- und Kochmesser ist das, glaube ich. Noch eine Beretta. Die ist echt schick. Jetzt wundert euch nicht, warum die so komisch die Waffe hält. Das liegt daran, weil ich halt jetzt einen anderen Charakter habe. Also wenn man den ganzen Mal Nico Bellic spielt, dann hält er wird die Waffe auch normal gehalten. Das liegt jetzt einfach an der Ollen hier. Der anscheinend unfähig ist, eine Waffe zu halten. Bam, gib ihm. Dann noch eine andere Schrotflinte.
P90. Die gibt es ja eigentlich nur in Ballad of Gay Tony. Aber jetzt blutet meine blonde Queen. Ich mache erstmal hier einen anderen Charakter nochmal kurz, weil... Wie gesagt, will ich zeigen, dass die Waffe auch normal gehalten wird. Aber immer, wie nennen wir denn? Dimitri? So, der müsste eigentlich die Waffe richtig halten. Ja, siehst du. Der hält die Waffe auch normal. Dimitri Raskalov heißt der, glaube ich. Ja, das ist mir selber erstmal hier ein bisschen zu doof. Oh, gehen wir mal hier. Das ist echt witzig hier. Wir gehen auf hier. Enable Airbrake. Ah. Können wir mal hier ein bisschen in der Luft laufen. Das ist echt witzig. Also man kann auch jetzt so hoch gehen, wie ich Bock habe. Was macht das Spiel, ob ich hinterher nicht mehr mit? Zumindest bin ich mir jetzt unsicher. Also irgendwann sieht man, ich glaube, gleich sieht man nicht mehr die Karte. Man fängt ja schon hinten an mit den ganzen Grafikfehlern. Und jetzt wird die Karte auch ganz dunkel. Das ist echt total witzig gemacht. Dann machen wir jetzt wieder erstmal weg. Ich will natürlich nicht ins Wasser fallen. So, enable disable, disable airbrake. Jetzt fallen wir natürlich erstmal ein bisschen länger. Wobei, man kann natürlich jetzt mal hier auf Time gehen. Okay. Das ist echt total witzig gemacht. Das können wir hier mal ganz schnell, zack. Ich glaube, wir ticken auf das Haus. Jetzt machen wir hier 25% nur Speed. Das ist total bescheuert, was man hier alles machen kann. Es war schon alt, aber ich finde es immer noch genial und dachte mir einfach, dass man es euch mal zeigen könnte. Habe ich natürlich auch die Bullen weg. Schade, wäre lustig, wenn wir auf dem Kran getickt wären. Nun ja. So geht's natürlich auch. Was kann man hier noch Lustiges machen? Es gibt einfach zu viele Sachen hier. Also ich hier zum Beispiel, wenn ich Plus drücke, kommt ein Bodyguard. Ne, da bin ich automatisch im Auto. Und ich werde gefahren, genau. Das war jetzt nur, weil ich Plus gedrückt habe. Na, wenn ich jetzt aussteige, wieder Plus drücke. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier in der Nähe eines Autos laufen. Plus drücken und ich bin wieder im Auto drin. Also total bescheuert. So. Wir gehen nochmal auf Model Spawning. Ne, das ist das Falsche. Bodyguard, genau, da ist es doch. Jetzt kann man sich hier irgendwie... Wobei, da schmiert das Spiel mal ganz gerne ab, wenn man hier so viele Leute sich hier holt. Aber kann man alle platt machen. Total sinnlos. Vor allem die meisten, die hauen nicht mal ab. Naja. Natürlich habe ich dann noch einige Autos noch hier, die ich mir holen könnte. Haben wir ja schon einige andere reingeholt. Habe ich einmal hier einen richtig schicken BMW. Wobei der hat einen leichten Bug, nämlich der kriegt keine Einschusslöcher. Aber naja, soll mir ja scheißegal sein, ne? Was gibt's noch? Den Komet, den hatten wir ja schon, glaube ich. Das war nämlich der Audi. Dann noch die Corvette, also die Coquette. Das ist hier ein richtig schicker SLS. Und das Geile ist auch, wenn man sich die Wagen runterlädt, kann man das Handling auch ändern. Das heißt, ich habe das Handling der Wagen angepasst, sodass man die besser steuern kann. Weil ich meine, das Handling GTA 4 ist ja hier und da echt für den Arsch. Wobei ich damit jetzt nie Probleme hatte, aber ich meine, wenn man sich das hier cool anpassen kann, dann nimmt man das auch gerne an. Und bei manchen Wagen muss man es machen, wie zum Beispiel bei dem Patriot, also bei dem Hammer. Oder bei allgemein so etwas größeren Fahrzeugen, wie so Jeeps oder sowas, weil sonst kippen die eine Kurve einfach um. Das wäre natürlich ein bisschen sehr bitter. Vielleicht noch ein DF8.
Was ist das? Mitsubishi? Evolution ist er, glaube ich. Warte, ich bin gerade nicht sicher. Ups. Auf jeden Fall ist der echt schicker. Wo wir gerade schon hier sind, kann ich euch auch noch die Freiheitsstatue zeigen. Wobei, von hier sieht man es gar nicht, ne? Oder habe ich das hier noch nicht geändert? Ich hatte das Spiel nämlich nochmal deinstalliert gehabt. Ne, habe ich es noch nicht geändert. Bevor ich das Spiel deinstalliert hatte, hatte ich hier auch noch die originale Freiheitsstatue. Also das heißt, ich hatte... Die hat hier die Fackel in der Hand. Naja. Stirb. So, was habe ich noch für einen Wagen? Hier, dann noch genau den FBI-Wagen, den finde ich sehr genial. Ist auch wieder so ein älteres Fahrzeug. Nein, das ist der Pfälzer. Das ist ein McLaren. Ja, sieht auch schick aus, nur die Farbe ist ein bisschen abfuck. Naja. Gut, der FBI-Wagen ist auch ein Crown Victoria Ford. Also wenn der nicht mal stylisch aussieht, dann habe ich gegen diesen... wie heißt er nochmal? Ich weiß gar nicht. Gegen diesen Buffalo, so heißt er auf jeden Fall im Spiel, ausgetauscht. Und ja, ich finde der ist richtig stylisch hier. Also, der gefällt mir wirklich sehr gut. Was haben wir noch? Wie gesagt, alle Fahrzeuge hier im Spiel sind New York angepasst, also auch die Taxen. Die haben jetzt die originale Werbung drauf. Und NY-Taxi steht da an der Seite dran. Da, der macht zum Beispiel Braun-Werbung. Naja. Wollte nur mal so gezeigt haben. Ja, Infernus hatten wir auch schon, das war der Lamborghini. Wen habe ich denn noch ersetzt? Genau, hier Tankstelle ist jetzt eine Shell. Das sind so Kleinigkeiten, die das, ja, die Stadt einfach lebendiger machen. Und ich stehe auf so kleine Schnörkeleien total. Ja, den New Stockade ist halt dieser große Panzerwagen da. Dieser gepanzerte Wagen. Halt hier SWAT-Original. Die Uniform der ganzen Polizisten ist halt auch echten angepasst. Ja, hier Police 1, das ist halt der Crown Victoria. Police 2 ist ein Chevrolet. Ja. Auch ein echt schicker Wagen. Dann haben wir noch den Pool Patriot. Nein, da. Da muss ich leider einen mit LC nehmen, also wo auch News drauf steht. Also nicht New York, sondern halt Liberty City. Weil der New Yorker, der ging einfach irgendwie nicht. Aber der hat mir dann doch so gut gefallen, dass ich ihn trotzdem hier reingepackt habe. Und da muss man zum Beispiel das Handling ändern, weil sonst wäre der in jeder Kurve halt umgekippt. Weil der ja im normalen Spiel dieser Hammer ist. Und jetzt hier halt ein Chevrolet. Also das hat nichts damit zu tun, dass es ein Chevrolet ist, sondern einfach, weil der Hammer halt sehr empfindliches Handling hat in GTA 4 und jeder andere Wagen wird halt umkippen, wenn man den halt ersetzt. So einfach ist das. Was hab ich denn hier noch? Ja, das hier ein BMW. Sieht auch ganz cool aus. Dann mein absoluter Favorit ist der Chevrolet Camaro. Also, der sieht mal echt Mörder aus. Auch die roten Lichter vorne. Gefällt mir extrem gut. Und der hat ein saugeiles Handling. Jawohl. Holt einfach nochmal 9. Das ist der blaue Lichter. Das ändert wohl. Also das ist halt diese Sache, wenn man zum Beispiel auch ein Polizeiauto nimmt, dann sind die Wagen immer anders. Also mal haben die Antennen drauf, mal nicht. Oder auch bei dem Mitsubishi Evolution da. Mal hat der einen Spoiler. Und so weiter und so fort. Mal hat der Carbon-Motorhaube. Alles immer anders. Gut, was haben wir noch? Dann haben wir noch den Schafter. Das ist ein Mercedes AMG. Also der sieht auch verdammt geil aus. Dann haben wir noch einen Ford Mustang. Wobei ich hier noch das Handling anpassen muss. Weil der zum Beispiel in der Kurve echt extrem abhebt. Also habt ihr es gesehen. Und das gleiche passiert auch mit dem Hammer, wenn man das Handling nicht ändert. Nur hier war halt eine falsche Handling-Datei dabei. Deswegen muss ich ja noch nach einer neuen gucken. Naja. Gut, dann haben wir noch den Sultan. Das ist ein VW Scirocco. Ne, das ist der Audi. Wobei, den tausche ich wieder aus, weil der sieht irgendwie nicht so doll aus. Sieht mir zu matt aus. Denn das ist der VW Scirocco. Also der ist echt genial. Sieht richtig schön aus.
und fährt auch sehr schön. Ja, das war's, glaube ich. Mehr habe ich, glaube ich, nicht geändert. Ups. Doch, einen Wagen habe ich, glaube ich, noch. Den Blister. Da ist er doch. Das müsste der, genau. Golf sein. Ganz normaler Golf. Wobei, ist, glaube ich, der GTI. Aber den werde ich vielleicht auch noch auswaschen, weil ich finde die Texturen des Wagens ein bisschen matschig. Aber der fährt halt verdammt schnell. Haben sie echt schön hingekriegt. Fahren wir mal voll gegen die Wand, komm. Ja. Das war's mit dem Wagen. Genau, den DF8, den habe ich euch schon gezeigt, ne? Ja, genau. Ja, das war's so eigentlich so von den ganzen Mods her. Ich habe noch einen ganz bestimmten. Und das passiert, wenn ich Alt und P drücke. Das ist der LCPD FA Mod, ein Polizeimod, wo man halt als Polizist spielen kann. Man kann Leute anhalten, man kann sie verhaften, man muss Verfolgungsjagden machen. Also wird total genial, das sieht man hier. Jetzt steht da oben auch Welcome to LCPD FR. Und wenn man schon auf dem Radar unten links sieht, hat man jetzt ganz viele Polizeianrufstationen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum das Bild ein bisschen unscharf ist. Das liegt einfach daran, dass dann die Schärfe ausgeht, weil Alt und P ist die Tastenkombination für Schärfe an aus in dem Spiel. Das machen wir natürlich wieder an und übernehmen das. Und ja, der Mod, der ist echt genial. Jetzt sieht man halt hier auf der Karte die ganzen Polizeianlaufstellen. Jetzt hier zumindest in meiner Umgebung, wenn ich jetzt hier unten hinfahre, da werden hier auch noch welche erscheinen. Und man sieht auch schon, dass ich einen ganz anderen Cursor auf einmal habe. Und ja, das finde ich genial. Dann kann ich in die Polizeistation reingehen, bekomme Polizeiuniformen, kann mir ein Polizeiauto aussuchen und dann kriege ich halt Missionen, die man machen kann, aber nicht muss. Man kann Leute halt anhalten, man kann nach deren Namen suchen. Also es ist nicht zu vergleichen mit diesen normalen Bordcomputer, die man halt kennt hier in dem Spiel, sondern es ist echt richtig ausgeklügelt. Und macht richtig Spaß. Wenn ihr dazu was sehen wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt hiermit erstmal. Und ja, schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr es sehen wollt. Ich bin raus. Ciao, euer Palm. Oh, dann hocken. Guck dir das doch mal an, Alter! Ja. Ja.